Ja, guten Tag, Herr Bösemeier. Wir sind jetzt mal die Kälbchen. Da können Sie uns jetzt mal was zu den Kälbchen erzählen. Warum sind die denn hier und nicht in der Wohnstube? Das kann ich wohl machen. Dieses Kälbchen hier, das ist gestern Morgen geboren. Und wenn die so halb noch bei der Mutter gewesen sind, dann kommen die oben in die kleinen Kälberigos rein. Die können wir die gut mit der Milch versorgen. Die kriegen oben dann einen Nuckeleimer vorgehangen. Und dann können die Kälber hier oben nuckeln. Wenn wir dann die das Nuckeln gut gewöhnt haben am Nuckeleimer, dann gehen wir die Kälber oben, dass aus dem Eimer Milch saufen lernen. Kriegen die denn mal die Mama Milch? Oder ja, die ersten Milch von der Mama. Die müssen ja die Biestmilch haben, das ist wichtig für die Kälber. Was für eine Milch ist das? Das nennt sich Biestmilch. Wieso, so wenn meine die, Frau so ein bisschen biestig hier? Das ist, nein, die Biestmilch, das ist die erste Milch der Mutterkuh und die hat ganz viel Abwehrstoffe. Ah. Diese Abwehrstoffe, die das Kälbchen haben. Okay, und damit es gesund und groß wird. Genau, am besten die ersten 6 Stunden die Milch von der Mutter trinken lassen. Und das und ist ein besonderes Kälbchen, haben Sie das erst einen Tag alt? Ist ein Tag alt, ja. Das ist gestern noch nicht, muss ich aber noch einen Namen geben. Aha. Müssen wir lieber einen L-Namen aussuchen, weil wo es die meisten Kühe mit L anfangen. Aha. Das ist ganz schwierig, dann viele L-Namen zu finden. Also haben wahrscheinlich schon ganz viele mit L. Ne? Lisa ja, und so haben sie schon alle. Haben Lisa, Lotte. Haben wir auch schon. Ah, sehen Sie, habe ich mir schon gedacht. Ja, das ist dann ganz schwierig. Dann fangen wir an mit Städtenamen und L und so weiter. Ach echt? Dann heißt du London oder London was? London haben wir schon, Lissabon haben wir schon. Nee, ja, ist nicht Ihr Ernst. Ganz viele. Lanzarote haben sie noch nicht. Das haben wir noch nicht, nein. Na, sehen Sie, Lanzarote, das ist doch ein schöner Name. Lanzarote dich nennen, ne? Lanzarote, und der Hubert hat den Namen ausgesucht. Ja. Meine Güte, jetzt bin ich aber glücklich, Herr Bösemeier, dass ich das noch erleben darf in meinem Alter. Und ich gelb die Namen geben. Ja, und jetzt sind die hier 14 Tage, und warum heißt das Iglo? Das ist dann deren Hütte, oder was? Genau, das ist deren Hütte, da können die sich hier drin verkriechen so ein bisschen, wenn es zu kalt wird, können sie da reinstupfen, da ist ein bisschen wärmer drin. Und wenn sie dann groß sind, dann kommen sie da in einen anderen Stall? Dann kommen die noch nebenan rein und da haben sie eine Gruppenhaltung. Können Sie uns die auch gleich nochmal zeigen? Da können wir dann mal reingehen, ja. Dann gehen wir dann mal rüber. Ja, das ist ja super. Na, Lanzarote, dann würde ich sagen, ne, bis ganz bald. So, Herr Bösemeier, jetzt sind wir hier im größeren Kälbchenstall. Wie alt sind die jetzt hier? Genau, die Kälber hier in diesem Stall sind jetzt so 40, 30 Wochen alt. Die haben es gelernt, aus dem Eimer zu saufen, aber wie man sieht, nuckeln noch gerne am Finger rum, wenn sie können. Aber da kommt ja nichts raus, ne? So, da können sie sich frei bewegen hier vorne. Die haben da hinten eine Tränke, wo sie Wasser kriegen. Aber die trinken schon Wasser, keine Milch mehr. Milch kriegen die auch noch, aber die haben auch noch Durst zwischendurch. Ach so, und die dann, Milch ist gar nicht für den Durst. Auch. Aber man muss ja auch den Tieren immer Wasser anbieten. Das ist ja auch Vorschrift, dass sie immer Zugang zum freien Wasser haben. Und deswegen haben die Tränke im Stall. Das hier, guck mal hier, dass sie auch immer schön Wasser trinken können. Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, haben die das genau wie wir auch immer ganz viel Durst. Und dann können die, wenn die keine Milch mehr haben, können sie Wasser trinken. Aber der ist ja ganz plüschig. Warum ist denn das Kälbchen so plüschig? Die kriegt ja noch längere Haare. Ja, ist der Winter und dann haben die ein langes Fell. Ach so. Im Sommer ist das Fell kürzer. Ah, deswegen. Und die frieren ja auch nicht. Die sind ja gut zufrieden. Und dann sind die wunderschön weich hier und wunderschön warm. Und wie lange bleiben die jetzt hier, bis sie zu den großen Kühe kommen? Die bleiben ungefähr ein halbes Jahr hier. Ja. Und dann kommen die unten zu den Großen mit runter. Und sind das alles Mädchen oder Jungs oder können sie das noch gar nicht sagen? Hier sind fast nur Mädchen drin. Ich habe auch ein, zwei Jungs hier oben noch laufen. Ja. Wo wir einen Zuchtbullen von machen. Aber das meiste hier oben sind Mädchen im Stall. Und das werden dann alle Milchkühe? Das soll alles Milchkühe werden, genau. Und woran erkennt man jetzt, dass es eine gute Milchkuh ist? Wird das erst getestet oder liegt das an der Größe des Alters oder woran erkenne ich das? Ja, wir machen das bei uns zum Beispiel, wir untersuchen die ganzen Kälber über die DNA. Und da können wir schon sehen, wer hat eine hohe Leistung und wer nicht. Oder wer irgendwie Erbfehler hat. Da können wir ein bisschen ausschließen. Oder bei der Anpaarung der Bullen drauf achten, was für Bullen wir einsetzen, um Merkmale zu verbessern. Wenn wir jetzt sagen, die Kuh hat ein bisschen wenig Milchmenge, dann können wir Bullen mit viel Milchmenge nehmen. Oder aha, also kann man ja schon das vorher so ein bisschen gucken. Kann man schon vorher ein bisschen gucken, genau. Da sind ja nicht so die Kinder der Liebe, sondern die Kinder der guten Überlegung. Genau. Okay, ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, ne? Ja. Und gucken wir jetzt noch mal, was hier noch zu gucken gibt. Ja, gut. So. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir hier noch mal bei die große Kühe und sie wollten uns noch mal ein paar Fakten hier erzählen. Fakten, meine Damen und Herren. Genau, machen wir Faktencheck. Ja, Faktencheck. Also, wie alt wird denn so eine Milchkuh? Ja, so eine Kuh wird im Schnitt ungefähr 5-6 Jahre alt. Die kriegt dann so 3 Kälber, vielleicht 4 Kälber, wenn sie gut ist. Wir haben auch Kühe, die dann mal 10-12 Kälber, aua, kriegen. Das ist aber ganz schön, das ist live, meine Damen und Herren. Hast du mich doch gebissen gerade? Ja, und beißen tun die auch? Ja, so ein bisschen zwicken. Oh ja Gott, dann sind sie ein bisschen. Die haben hier oben keine Zähne, die Kühe, die können ja nicht richtig zubeißen. Ach so. Die haben nur unten Zähne. Ach, picke an, warum denn? Das ist so vorgelegt.
brauchen die gar keine Zähne zum Kauen, weil die nur so Kreuzzeug. Die haben Backenzähne hinten, wo sie kauen können, oben und unten und vorne haben sie unten Schneidezähne, wo sie das Gras abreißen können. Die Zunge packt das Gras und wird mit unten mit der unteren Zähne einfach abgeschnitten. Also einen Schnitzel könnte ich dir nicht vorsetzen, das würden sie gar nicht schaffen. Nee, das würden sie nicht wegkriegen, nein. Die fressen ja auch kein Fleisch. Die fressen ja nur Pflanzen. Aber also, sind doch Vegetarier. Ja, genau. Die kriegen hier bei uns hier so ein bisschen diese Aktion hier vorne vor. Da ist ja dann Grassilo drinne und Maissilo drinne und Kraftfutter drinne. Das sieht doch mal nicht so lecker aus. Das ist ganz lecker für die Kühe. Das wird schön durchgemixt im großen Mischwagen, diesem großen Küchenmixer. Und dann ist alles schön vermengt miteinander und dann haben die Kühe alles schön immer zu fressen, gleichmäßig, immer selber zu fressen. Oh, dann mögen dass die aber dass wohl. Dass sie keine Bauchschmerzen kriegen, ne? Dann machen wir das schön miteinander gemischt und hier. Und warum müssen die Babys kriegen wegen der Milch? Können Sie das auch nochmal unseren Zuschauern erklären, dass das nicht einfach ja, so kommt? Ja, eine Kuh kann ja nur Milch geben, wenn sie auch ein Kälbchen gekriegt hat, weil ohne Kälbchen gibt die Kuh keine Milch. Aber wie lange kann da so eine Kuh nach einem Kälbchen Milch geben? Also wie oft muss die ein Kälbchen kriegen, damit sie also auch weiter Milch gibt? Also wir versuchen, dass die Kühe pro Jahr ein Kälbchen kriegen, aber die können noch 2 Jahre lang ohne. Ah, so lange gibt es dann auch Milch? Dann sind Milch gemacht. Es wird dann immer weniger, die geben mir nach der Geburt viel Milch, die Kühe. Damit immer weniger. Und wo verkaufen Sie Ihre Milch? Einmal kann ich jetzt gleich lecker ein Glas Milch kriegen von der Kuh direkt oder wie läuft das hier? Ja, kann man bei uns auch kriegen, kann man direkt Milch kaufen. Ja. Und sonst ohne Milch, je nachdem Hütte hin und dann machen die lecker Mozzarella von. Oh, Mozzarella, das mag ich auch. Ja, die kann man im Laden kaufen dann. Ja, das ist ja wunderbar. Dann staube ich im Endeffekt ein Glas Milch ab, ne? Ja, das kann man machen. Und dann sage ich vielen Dank, dass wir hinkommen durften. Und ja. Schreiben Sie einmal zum nächsten Besuch, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen.